Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Es ist ja immer die Diskussion, können eigentlich große Autos, Busse, Lastwagen oder auch Müllautos überhaupt elektrisch fahren? Und wir haben hier in Konstanz einen 2-Wochen-Test gehabt mit einem elektrischen Müllwagen. Und da habe ich gedacht, da muss ich sofort hin und euch darüber informieren. Und hier habe ich die Nele Steurer. Sie sind für Marketing-Öffentlichkeitsarbeit zuständig? Ganz genau, bei den Entsorgungsbetrieben Stadt Konstanz. Genau, und Sie wissen ein bisschen was über das Auto, oder? Ein bisschen, ja? Ein bisschen. Ich bin kein Technikfreak, aber ein bisschen. Alles klar. Die große Frage ist ja immer bei solchen großen Lastwagen, wie weit kommt man denn? Wie groß ist die Batterie? Wie ist die Reichweite? Also, die Batterie hat 228 Kilowattstunden und es reicht locker, das hat der Praxistest gezeigt, für die täglichen Touren in Konstanz für ein Müllauto, ohne es zwischendurch zu laden. Also der niedrigste Akkustand an einem Abend war mal 30%. Und wie groß ist jetzt die tägliche Strecke normalerweise? Wie viele Kilometer fährt so ein Ding im Einsatz am Tag? Im Durchschnitt fährt so ein Müllwagen in Konstanz 60 Kilometer am Tag. Okay. Es gibt ja noch nicht sehr viele Elektromüllwagen in Deutschland, oder? Genau, es gibt höchstens eine Handvoll, die wirklich auch schon täglich im Einsatz sind. Ja. Es gibt ein paar Städte, die sich damit beschäftigen und so wie wir jetzt einen Testlauf fahren. Aber es gibt meines Wissens wirklich höchstens 5 Elektromüllwagen, die im Einsatz sind. Okay. Gab es denn Reaktionen jetzt von der Bevölkerung darauf, ja, auf diesen 2-wöchigen Test? Ja, es gab natürlich von den Leuten, die den Müllwagen gesehen haben, die haben immer wieder die Fahrer und Müllwerker angesprochen, wie toll das ist, wie leise der ist. Okay. Und wir haben sogar E-Mails von der Bevölkerung bekommen, die sich bedankt haben, dass jetzt der Müll so leise geleert wird. Okay, cool, ja. Also einen Nachteil sehe ich schon. Bei mir ist es oft so, dass ich im Bett liege und dann höre ich den Müllwagen und dann gehe ich mal noch schnell raus, den Mülleimer rausstellen. Das könnte dann knapp werden. Nee, dann müssen Sie in Zukunft schauen, ob Ihre Nachbarn die Mülltonnen rausgestellt haben. Sehr gut, danke. So, hier habe ich den Herrn Fritsche. Hallo, Herr Fritsche. Hallo. Sie sind mit dem Wagen gefahren? Ja. Wie oft, wie viel? Eine ganze Woche und heute jetzt nochmal in der 2. Woche. Also. Sie fahren wahrscheinlich schon eine ganze Weile Müllfahrzeuge? Ja, ich fahre jetzt schon über 30 Jahre bei der EWK. Aber das erste Mal elektrisch? Das erste Mal elektrisch, genau. Wie hat es sich angefühlt? Wunderbar. Ja. Das war so schön, angenehm, ruhig. Die Hitzeentwicklung war auch weg vorne vom Motor, vom eigentlichen, weil wir sitzen ja eigentlich gerade als Fahrer neben dem Motor. Ja. Und gab es irgendwie Probleme mit der Reichweite oder dass man irgendwie... Gar nicht. Braucht ihr den Strom zum Fahren und zum hinten die Mechanik da bedienen, oder? Die großen Akkus hier auf der Seite, wo man auf der Seite sieht, die nimmt da zum Fahren. Das ist rein nur fürs Fahrwerk. Ja. Und dann hat er nach vorne unter meine Füße quasi, kann man sagen, hat er nochmal 2 wie LKW-Batterien. Ah, okay. Die nimmt er dann für den Aufbau. Okay. Die werden aber tagsüber mitgeladen von den großen Akkus. Das Gesamtpaket passt wunderbar zusammen, finde ich. Erfahrener Fahrer sagt, passt. Ja, genau. Okay, super, vielen Dank. Also der Abzug, was ich vorhin gerade noch angesprochen habe, ist natürlich auch phänomenal. Wenn es dann auf die Deponie geht, dann kommt man schon vom Fleck. Ja, eben. Okay. So, jetzt braucht so ein Ding ja auch Strom. Wie funktioniert denn das Laden bei so einer Riesenschüssel? Also hier haben wir unseren Starkstromstecker. Den kann man bei uns an der Kläranlage, kriegen wir den eingesteckt bei den Klärbecken. Dann nehme ich den hier, den wir aus dem Pkw-Bereich auch kennen. Ja, CSS habe ich auch. Wir haben hier die Ladeklappe mit der Steckvorrichtung. Okay. Hier oben haben wir Anzeigen, rot, grün, blau. Wenn wir hier eingesteckt haben, dann leuchtet zuerst die grüne und die blaue sagt uns dann, okay, alles klar, ist verriegelt, ich kriege den Stecker nicht mehr raus, dann lädt das Fahrzeug. Wenn wir ungefähr einen Restwert von 30%, haben wir das Fahrzeug in 4 bis 4,5 Stunden wieder voll. Okay, dann laden Sie so schon mit knapp 50 Kilowattstunden. Ja, das könnte auch 48 sein, ich bin mir ganz sicher. Ja, genau, Kilowatt. Mit knapp 50 Kilowatt. Genau, eben. Ja. Okay, am Starkstrom oder dreiphasig dann. Ja. Okay, dreiphasig. Tschüss. So, der Müllwagen fährt jetzt auf die Deponie. Interessante Sache, nochmal die Zahlen korrekt nachgereicht. Es sind 280 Kilowattstunden Batteriekapazität und es wird dreiphasig geladen mit bis zu 44 Kilowatt, sodass man das Ganze in einigen Stunden oder auf jeden Fall über Nacht natürlich komplett laden könnte. Ja, und hier habe ich Serhat Yilmaz, der CEO von Quantron, am Apparat. Hallo, Herr Yilmaz.
Hallo Rissi. Seit wann gibt es denn Quantron auf diesem Feld und was genau machen Sie? Also die Quantron AG existiert jetzt seit letztem Jahr Juli und wir sind der E-Mobilitätslöser für Europa in drei verschiedenen Antriebstechniken, einmal vollelektrisch, hybrid und mit der Brennstoffzelle. Seit Juli? Ich meine, ich habe jetzt ja schon dieses elektrische Müllfahrzeug rumfahren sehen, da sind Sie aber schnell unterwegs. In der Branche ist die Schnelligkeit eigentlich das Wichtigste. Ja. Und zum anderen muss die Technik auch funktionieren. Und wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit bewiesen, dass unsere Technik funktioniert. Unsere Fahrzeuge fahren auf der Straße. Wir haben mit unseren Partnern knapp 400 Fahrzeuge schon auf Europas Straßen. Sie haben jetzt gerade die drei Antriebstechniken genannt. Also ich hatte immer bisher gehört, ja, Nutzfahrzeuge mit Batterie, das geht nicht, weil die sind zu schwer und dann kommt man irgendwo hin. Wieso geht es doch bei Ihnen? Wir unterscheiden von der von der Anwendung des Kunden. Das bedeutet, wenn der Kunde sagt, er hat einen Radius von 200 Kilometer, sagen wir ihm, können wir voll elektrisch machen, macht Sinn. Ab 200 Kilometer überlegen wir uns, ob wir einen Hybriden nehmen. Ja. Oder wenn der Kunde sagt, hey, ich will komplett CO2-frei fahren, dann natürlich immer die Wasserstofftechnik oder Wasserstoffantrieb. Wenn man jetzt vergleicht, jetzt am konkreten Fall unseres Müllfahrzeuges, die bisherigen Verbrennermüllfahrzeuge, was die so an wahrscheinlich Diesel verbraucht haben, ich weiß es nicht, und jetzt praktisch die eingesetzte Energie bei Ihrem Elektrofahrzeug. Wie ist da die Bilanz, wenn man die gegenüberstellt? Also der TCO-Berechnung kann man jetzt kurzfristig nicht machen. Wenn wir jetzt alle verschiedenen Bereiche mit einnehmen, mit Förderung, mit der kompletten Infrastruktur bezüglich des Stroms, dann wird es natürlich wirtschaftlich. Aber die Wirtschaftlichkeit ist nicht kurzfristig, sondern da muss der Kunde langfristig denken. Also der Anschaffungspreis ist wahrscheinlich deutlich höher? Genau, der Anschaffungspreis ist deutlich höher, das stimmt. Und die Betriebskosten? Die Betriebskosten sind, wenn man es richtig errechnet, sind die definitiv günstiger wie die. Sie haben vorhin von 400 Fahrzeugen gesprochen, die europaweit von Ihnen im Einsatz sind. Sind das jetzt vornehmlich BEVs oder sind da auch schon viele Wasserstoff dabei? Es sind hauptsächlich vollelektrische Fahrzeuge und es sind auch ein paar Hybride dabei. Mhm. Und in der Brennstoffzelle, da sind wir gerade extrem im Testen gewesen. Im Thema Wasserstoff ist ja extrem viel Musik drin. Wir haben auch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung hier auch und alle reden von Wasserstoff. Was ist für Sie als Unternehmen außer Schnelligkeit zum Thema Wasserstoff mit Nutzfahrzeugen besonders wichtig? Also wichtig ist nicht nur, dass wir aus unserer Seite die Fahrzeuge auf den Markt bringen, sondern die Infrastruktur muss da auch angepasst werden. Mhm. Und wenn die Infrastruktur gegeben ist, ist es auch natürlich förderlich, wenn genug Fahrzeuge auf dem Markt sind. Es macht keinen Sinn, wenn man die Fahrzeuge auf den Markt schießt, aber dann nicht laden kann, beziehungsweise betanken kann mit Wasserstoff. Vielleicht eine letzte Frage noch zu Ihrer ganzen Flotte, was ja auch immer eine Rolle spielt, ist, in welcher Weise die Herstellung nachhaltig geschieht. Wie sieht das bei Ihnen aus? Also bei uns ist es erstmal so, dass wir schon bestehende Fahrzeuge umrüsten, das ist Remanufacturing, und da ersparen wir schon das CO2 im Chassis. Mhm. So, und wir fangen eigentlich schon mit Null an und kompensieren die CO2 mit der Batterie. Ja. Wir erstellen ja kein neues, komplettes Chassis und da sind wir natürlich weit voraus. Vielen Dank für das Gespräch und erstmal viel Erfolg. Ich bin gespannt, danke, was wir noch von Quantron hören werden. Ich denke, Sie werden noch einiges hören. Danke Ihnen. Tschüss. Bis dahin, tschüss. Ich hoffe, ihr fandet das genauso interessant wie ich und euch hat dieses Video gefallen. Dann lasst mir unbedingt ein Abo auf diesem Kanal da, liked das Video, kommentiert gerne, was ihr sonst so sehen wollt und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Diesel Dad.